So, jetzt gucken wir mal. Hallo Freunde, Philipp Lang hier. Herzlich willkommen hier zum Live-Training Donnerstagabend in der OMU. Ja, ich sehe, ich bin live. Ich kann hier auch mal schnell rausgehen aus Facebook, sonst bimmelt es die ganze Zeit. Ich sehe aber, wenn ihr mich hören könnt, wenn ihr mich sehen könnt, gebt einfach ein Hashtag live ein. Ich gehe und mache hier noch die letzten Vorbereitungen, denn ich habe ein wichtiges und interessantes Thema für euch mit dabei und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen Donnerstagabend an alle, die unseren Unternehmen helfen wollen, jetzt in der schwierigen Corona-Krisenzeit, nicht pleite zu gehen, sondern zu florieren. Und genau das spreche ich wirklich an, denn in jeder Krise, wie wir sie jetzt haben, steckt auch eine Chance. Wir können gerne im Anschluss auch unser Q&A machen, sprich, dass ich euch eure Fragen beantworte. Ich habe euch hier, vielleicht kann man es erkennen, ich sehe, dass ich in der Gruppe live bin. Michael Hölle ist live, dank dir, super. Jeder, der das Video live sieht, Hashtag live in die Kommentare eingeben. Je mehr Menschen mit diesem Video interagieren, desto mehr wird es Facebook hier in der Gruppe ausstrahlen. Je mehr Menschen es sehen, desto mehr Menschen können wir damit helfen. Die Geschichte, die ich heute für euch dabei habe, ist für jeden wichtig. Schreibt mir gerne eure Fragen dann auch noch in die Kommentare. Ich habe aber für euch eine Präsentation nicht direkt dabei, machen wir gerne nächsten Donnerstag. Aber was ich für euch dabei habe, ist, ich hatte gestern die Frage bekommen, hey, wir helfen ja hier Leads zu generieren, potenzielle Neukunden zu generieren oder qualifizierte Interessenten für unsere lokalen Firmen, mittelständischen Firmen zu generieren. Was sind denn gute Angebote, um Leads zu generieren? Und das ist eine klasse Frage. Und deswegen will ich heute auch Donnerstagabend, wir treffen uns jeden Donnerstagabend hier, falls ihr es noch nicht wisst, schaut gern vorbei in der Online-Marketing-Unternehmergruppe. Ich poste einfach dann spontan, wenn ich sage, hey, in einer halben Stunde gehen wir hier live. Schreibt einfach unter diesem Post einfach eure Fragen in den Kommentaren zu diesem Thema und ich beantworte sie dann hier anschließend im Video. Auch wenn ihr nicht live dabei sein könnt, so wie jetzt nur ein paar, wenn die Fragen formuliert niedergeschrieben sind, kann ich darauf eingehen und kann sie euch beantworten. Und ich will bewusst hier in der Gruppe nicht, dass das so ein Monolog, so ein einfaches Ding wird. So, ich habe mich dazu verpflichtet, wieder jede Woche hier einmal zu kommen, um euch zu helfen, um euch aufzuklären, um wertvolle Tipps, Tricks und Ratschläge hier mit euch zu teilen, um besser zu werden, unseren Mittelstand da draußen zu helfen. Denn wir haben eine Krise und jetzt komme ich auch zum Thema, hey, was sind denn gute Angebote für eine Kampagne, um für egal welche Nische da draußen Leads zu generieren oder Interessenten zu generieren. Und Punkt Nummer eins, könnt ihr euch gerne mitschreiben, Punkt Nummer eins ist mit Abstand das Wichtigste, um überhaupt Leads zu generieren. Es steht und fällt nur mit diesem einen Kriterium. Und das Kriterium, wer aufgepasst hat, wer bei mir im Coaching ist, das weiß jeder. Und ich zeige euch das anhand der sogenannten Value Ladder. Das einzige wichtigere Kriterium ist das Angebot. Der Offer. Das Angebot heißt, denn das Angebot, das ich draußen, egal auf welchem Werbemedium, bewerbe, egal ob das immer noch, manche machen es ja noch mit Zeitungen und Flyer und so weiter, das ist alles Steinzeit, aber egal welches Angebot wir da draußen nutzen, um Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, das Angebot ist das Wichtigste. Wenn das Angebot scheiße ist, zieht, egal wie geil die Kampagne ist, zieht sie keine Leads. Ist so, Punkt. Und deswegen müssen wir mit unserem Partner, mit unserem Kunden, mit unserem Geschäftsinhaber der lokalen Firma, mit der wir zusammenarbeiten, einen Deal machen und sagen, hey, bitte hau ein geiles Angebot raus. Denn das Angebot ist entscheidend. Und dann sagt er, ja, ich will aber eigentlich gar nicht so viel mit dem Preis runtergehen und immer dieses Preisdumping und so weiter. Ja, verstehen wir. Aber dann kommt eben unser
Value Ladder Prinzip danach. Und das zeige ich euch mal ganz kurz anhand eines Beispiels, dass ihr wirklich auch versteht, was ich damit meine. Ich gebe hier den Bildschirm frei und gehe hier auf mein Pad. Geht das jetzt hier? Hoffentlich. Das ist noch was Altes. So, ich muss nur ganz kurz gucken, dass ihr auch wirklich mein Whiteboard seht. Wir haben 9 Zuschauer. Deswegen, weil wir immer nicht so viel sind am Donnerstagabend und auch nicht so viele wirklich interagieren, lasst mal jeder nur eine 1 in den Kommentaren oder irgendein, wo ihr seid ihr und so weiter. Lasst einfach mal einen Kommentar da, damit wir hier das Video an mehr Menschen rausstrahlen. Ansonsten macht das, jetzt sehe ich es gerade erst. Das ist alles zeitversetzt. Wir sind 20 Sekunden weiter dran, hinten dran. Aber ich sehe mein Whiteboard. Und es geht hier um die Value Ladder, wie man auch hier in der Überschrift sehen kann. Die so genau, wir haben hier noch rot, wir haben hier noch rot, wir gehen hier auf schwarz. Die Value Ladder. Weil es darum geht, dass wir eigentlich von unseren Kunden, jeder, der mehr über die Value Ladder wissen will, gerne eine Hashtag Value Ladder eingeben. Come on, spielt mit uns. Es ist kein dummer Monolog, es ist hier ein Dialog zwischen uns. Gerne ein Live da lassen, gerne auch, wenn es in der Wiederholung sieht, ein Replay da lassen. Also, aufgepasst. Eine Ladder ist eine Leiter, ist ein Stufensystem. Und bevor ich euch das zeige, gebe ich euch das geilste Beispiel überhaupt. Quizfrage an euch. Wer von euch weiß, wie viel McDonald's jemanden zahlt oder an Werbekosten ausgeben muss, um eine Person in den Drive-Thru, in den Drive-In zu bekommen? Die haben nämlich alles auch Zahlen, Daten, Fakten, die tracken ihr ganzes Unternehmen. Und ich kann es euch sagen, es kostet McDonald's irgendwie 1,90 Euro oder 1,90 Dollar, um jemanden in den Drive-Thru zu bekommen. Damit der mit dem Auto in den Drive-In fährt und dann am Schalter steht und bestellt. Das kostet McDonald's Werbekosten von 1,90 Euro. Und deswegen sind die McDonald's-Mitarbeiter so geschult worden, am Schalter Upsells zu machen. Das heißt, die fragen, ihr kennt doch das, wer mal bei McDonald's in den letzten Jahren war, hey, darf es noch eine Cola dazu sein, Pommes dazu sein, noch eine Apfeltasche dazu. Das sind die sogenannten Upsells. Und dann ist man am Drive-In und hat schlussendlich 10 Euro dort ausgegeben für eine Junior-Tüte oder was auch immer. Und dann rechnet sich das erst für McDonald's, weil McDonald's weiß, hey, um diesen Menschen in den Drive-In reinzubekommen, kostet es dem Unternehmen 1,90 Euro. Und wenn der nämlich nur einen einzigen Cheeseburger oder Hamburger im Angebot für 1 Euro kauft, dann machen wir Minus. Deswegen müssen wir unser Personal so schulen, dass die durch Upsells möglichst viel Umsatz aus diesem Kunden, der gerade hier am Drive-In steht und bestellt, rauskitzeln und rausdrücken. Und das ist das Prinzip der Value Ladder. Und das Prinzip der Value Ladder, ich gebe hier nochmal Bildschirm frei, Kabel, zack, zack. Ja, schaut nämlich in diesem Beispiel, kommt da was? Kommt da was? Come on, come on, come on, come on. Kommt da was? Oder sind wir jetzt eingefroren? Boom, boom, boom. Scheint nicht zu funktionieren. Machen wir nochmal, probieren wir es nochmal. Bildschirm freigeben, Kabel, zack. Jetzt müsste es aber funktionieren. Jo. Und? Kommt jetzt was? Das gibt es ja nicht. Vorher hat es noch funktioniert. Vorhin hat es noch funktioniert. Jeder von euch hat es gesehen, dass es noch funktioniert hat. Deswegen frage ich mich, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Ich stecke nochmal aus und nochmal ein. Wichtiges Thema, deswegen will ich da auch nicht aufgeben, jetzt wenn die Technik versagt. Das gibt es ja nicht. Es hat gebingt, das heißt, es sollte eigentlich funktionieren. Jetzt hat es nochmal gebingt. Come on, just do it. Das gibt's ja nicht. Vorführeffekt, Vorführeffekt. Das gibt's ja nicht. Was ist hier los? Hat doch vorhin geklappt. Ich habe jetzt so ein iPad und kann hier mit dem Kabel hier ranstecken. Und dann
Es ist eigentlich immer gegangen bisher, dass ich hier einfach den Bildschirm freigebe und hier auf Kabel gehe und dann hier Bildschirm freigeben drücke. Und dann hört man es auch nochmal. Schwierig. Nee, mag er nicht. Mag er nicht, mag er nicht. Mag er nicht. Mag er nicht. Wir probieren es noch ein letztes Mal und dann, was soll ich dann probieren? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Soll ich nochmal live kommen? Wenn es nicht geht, ist eigentlich, nee, es geht nicht. Vorhin war es noch da. Sie befinden sich in der gemeinsamen. Jetzt kommt das vielleicht. Nee. Kommentieren. Live. Stoppen. Video abbrechen. Aber das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Whiteboard. Vielleicht kann ich das hier machen. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Weil dann verwende ich einfach nicht mein, dann verwende ich einfach nicht mein iPad, sondern hier das Zoom-interne. Yes, das funktioniert. Klasse. Scheiß auf das iPad hier. Hat mich im Stich gelassen. Muss er erst wieder gut machen. Hier kann ich aber zeichnen. Hier seht ihr es. Das ist die sogenannte Value Ladder. Wir gehen zu unserem Partner, unserem Kunden und sagen, hey, wir brauchen ein Spitzen-Angebot. Je besser das Angebot ist, je höher der Rabatt ist, die Zauberwörter sind hier kostenlos oder ohne Risiko oder unverbindlich. Und dann gehen wir genau wie McDonald's am Drive-In die Value Ladder nämlich nach oben. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen hier. Ja, das kann man sehen. Und hier sind nämlich ist der sogenannte Upsell. Wir können das Beispiel ganz kurz mal bei McDonald's machen. Die haben hier ein tolles Angebot in der Werbung und zwar einen Burger für 1 Euro. Und wir können das gleich noch auf eine andere Nische auch das Beispiel machen. Das ist ein tolles, tolles Angebot. Ein Burger für 1 Euro. Das zieht viele, viele Menschen an und sagt, hey, cool, ich weiß, bei McDonald's gibt es einen Burger für 1 Euro. Ich fahre gerade von der Arbeit nach Hause, bin hungrig. Ach, hier ist ein McDonald's, fahre ich doch schnell rein. 1 Euro, das ist doch ein Spitzenangebot. Klasse, das ist nämlich die erste Stufe der Value Ladder. Und dieses Angebot hier, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, sollte ein No-Brainer sein. Es sollte so ein Kracher sein, dass das ein No-Brainer ist. Das heißt, man muss nicht drüber nachdenken, ob man dieses Angebot will oder nicht, sondern um hier einfach die erste Stufe so flach wie möglich zu machen, um Aufmerksamkeit da draußen auf den Markt zu bekommen durch so ein Knallerangebot und natürlich auch durch, um Menschen in den Drive-Thru zu bekommen. So, und dann hat man die Menschen im Drive-Thru. Das ist jetzt das Beispiel McDoof oder wie man auch immer sagen will, McDonald's. Und dann geht's los, dass man ihn in den Drive-Thru hat und dann geht der Upsell los. Upsell heißt durch mehr Verkäufe, egal ob Upsell, Downsell oder Cross-Sale, ihm mehr Kohle aus dem Geldbeutel zu holen. Und wenn wir das unseren Kunden, unseren lokalen Firmeninhaber erklären, dieses sogenannte Value Ladder, es tut mir leid, dass das jetzt nicht das Schönste ist, mein iPad hat versagt, aber dann sagen wir, hey, wir brauchen nur ein super Lock-Angebot, um hier viele, viele Menschen in den Trichter zu bekommen. Das soll ein Trichter sein. Das soll ein Trichter sein. Und hier ist, je besser das Angebot ist, desto mehr Menschen finden das Angebot klasse und fallen hier in den Trichter. Und natürlich wissen wir alle, dass unten nicht alle, die oben reinkamen, unten rauskamen. Aber mit einem Spitzenangebot wissen wir, bekommen wir hier Hunderte, Tausende rein. Und wenn das Angebot hier nicht so prickelnd ist, dann bekommen hier wir eben nur ein paar rein. Und deswegen brauchen wir ein No-Brainer, tolles Angebot. Und dann gehen wir hier, liebe Geschäftsinhaber, und dann, wenn der bei dir am Hof steht, wenn der bei dir im Fahrradgeschäft ist, ich habe gerade gesehen, Bahne ist nämlich auch mit unter uns, wenn jemand bei dir im Fahrradgeschäft ist, jemand bei dir im Brautmodengeschäft ist und hat hier ein kostenloses oder mit einem riesen Rabattangebot bekommen, dann machen wir den Upsell. Dann bemühen wir uns wie McDonald's die Apfeltasche dazu, die Cola dazu, die Pommes dazu und schlussendlich ist es dann das Core-Produkt. Auf einmal kauft er die Junior-Tüte.
Und er ist eigentlich nur gekommen, weil er hungrig war und wollte nur einen einzigen Euro ausgeben. Aber schlussendlich hat er nicht nur eine Junior-Tüte für sich gekauft und noch eine für seine Kids zu Hause und hat 20 Euro dagelassen. Wenn der Verkäufer das Prinzip der sogenannten Value Ladder kennt. Jemand, der schon mal die Zeit und Energie auf sich genommen hat, zu uns zu kommen, in dem Fall zu McDonald's, in den Drive-Thru zu fahren, mit Wartezeit rechnen zu müssen. Jemand, den wir schon mal vor unserer Kasse haben, den versuchen wir durch natürlich unsere Produkte, unsere Dienstleistung, unseren Service zu überzeugen, mehr Geld bei uns dazulassen, indem wir ihm einen sogenannten Upsell machen und die Value Ladder hochgehen. Hey, jetzt sind Sie schon mal da. Wer hat denn noch das gleiche Problem? Haben nicht Ihre Familie und Ihre Kinder zu Hause auch Hunger, wenn Sie heimkommen? Ja, okay, ich überrasche meine Kinder, mache eine Junior-Tüte draus. Ach, und mach anstatt den kleinen Pommes, mach die großen Pommes dazu. Zack, zack. Das ist das Prinzip der Value Ladder. Deswegen, wie kann ich das jetzt hier stoppen? Jeder, der das noch nicht verstanden hat, ihr müsst dieses Prinzip eurem Geschäftsinhaber kommunizieren, weil der wird natürlich sagen, nee, ich will nicht nur Rabatte machen. Aber wir brauchen ein No-Brainer-Angebot, ein sehr, sehr günstiges Angebot, um den Lead erstens mal zu generieren über unsere Aufmerksamkeit, über unser Marketing. Wir nutzen Facebook und Instagram-Ads. Und auch um mehr Leads zu generieren. Das ist nur das Angebot. Wenn die Kampagne, ich hatte gestern wieder Gruppencall, wenn die Kampagne nicht performt, wenn die Kampagne keine Leads generiert, liegt es erstens nur am Angebot. Ich frage zuerst, okay, welche Nische, welches Angebot? Wenn ich höre, es kommen keine Leads. Welche Nische, welches Angebot? Und dann erst schauen wir tiefergehend rein, warum und was man noch verbessern könnte. Das will ich euch nur sagen. Geht mal her und wer dieses Geschäftsmodell noch nicht macht, ich ermutige euch. Jeder von euch kennt ein Fahrradgeschäft, eine Autowerkstatt, ein Brautmodengeschäft, ein Fitnessstudio, Kosmetikstudio, was auch immer diese alle Nischen sind. Offline-Firmen, sage ich mal. Und ihr geht einfach her und könnt mit diesem Wissen, was wir hier uns anlernen, hergehen und sagen, okay, was ist dein bestes Angebot? Und das nehmt ihr mal für eure Kampagnen her. Und jeder, der noch nicht mal weiß, wie man heutzutage Kampagnen aufbauen kann in Facebook und Instagram, der soll sich mein kostenloses Training anschauen. Ich habe eine neue Webseite, auch die launche ich morgen erst im großen Stil, aber weil ihr hier zuguckt, wir haben hier 10 Zuschauer, ihr wisst jetzt schon, ich habe eine neue Website-Präsenz. Klickt einfach mal auf philipplang.org, Philipp mit Doppel-P, lang wie das Gegenteil von kurz.org. Und das seht ihr, kommt ihr zu meinem kostenlosen Training, es dauert 50 Minuten und da erkläre ich euch dieses Geschäftsmodell wirklich nochmal von A bis Z, wie man eben unseren mittelständischen Unternehmen, Firmeninhabern helfen kann und auch muss, bitte muss, die Krise zu schaffen, den Umschwung zu schaffen, die Digitalisierung zu schaffen. Und wenn man dann das Wissen hat, Kampagnen aufbauen zu können in Facebook, Instagram, nutzt dieses Prinzip der Value Ladder. Ein anderes Beispiel, weil wir jetzt McDonald's hatten, wir machen noch ein Beispiel schnell ohne Whiteboard, was ich für Fitnessstudios gerne verwende als Value Ladder ist, hey, wir machen als Angebot, um viele Leads zu generieren, 7 Tage kostenlos trainieren im Fitnessstudio. Funktioniert super, nicht weiter sagen. Und das Angebot, wir nennen es einen 7-Tage-VIP-Pass, hängen wir in eine Facebook-Ad rein und es hagelt Leads wie geisteskrank. Das heißt, mit dem Angebot schießen wir viele Interessenten. Ein Lead ist nichts anderes wie ein Interessent, der die Hand hebt und sagt, hey, ich habe Interesse, gib mir mehr Infos. Und dann kommt der Interessent und nimmt die Zeit und Energie auf sich und geht in dieses Fitnessstudio, wenn es wieder aufsperren darf. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um die trotzdem bei Laune zu halten. Und dann kommt er ins Fitnessstudio und kann 7 Tage kostenlos, eine ganze Woche kostenlos trainieren. Dann trainiert er meistens in der Woche vielleicht 3-4 Mal und schaut sich um, schaut sich die Geräte an, schaut sich die Kurse an. Und das ist das erste No-Brainer-Angebot.
Und natürlich versuchen wir, ihn in diesen 7 Tagen von unserer besten Seite zu präsentieren, uns Mühe zu geben, uns Sorge mit ihm zu machen, vielleicht schon sogar einen Trainingsplan mit ihm machen, einen Ernährungsplan und wirklich in Vorleistung zu gehen, das Prinzip der Reziprozität zu nutzen, um ihn, Schritt Nummer 1, der Value Ladder geht nach oben, als Mitglied einzuschreiben. Und auch wenn es erstmal nur ein Schnupper-6-Monats-Vertrag ist. Und dann haben wir wenigstens schon mal die erste Stufe gemacht. Wir haben ihn mit dem kostenlosen Angebot ins Fitnessstudio geholt und haben ihm da den ersten Upsell gemacht. Das Basispaket kostet 40 Euro im Monat für ein halbes Jahr. Und dann ist er noch länger dabei und natürlich weiß er, hey, je länger ich trainiere und je mehr ich mache und so weiter. Und der nächste Upsell ist nämlich, da ist die Sauna dabei, da ist kostenlose Getränke dabei, das ist dann nicht mehr für 40 Euro, da ist das Premium-Paket dabei für 60 Euro im Monat. Und das bekommt man für 12-Monats-Vertrag. Das ist wieder ein höherer Wert. Und dann verkauft man noch Ernährungspläne und Personal und was auch immer. Und am Schluss, die oberste Schiene, die oberste Stufe bei der Value Ladder im Fitnessstudio-Bereich ist Personal Training. Dass ich wirklich mit einem Personal Trainer trainiere. Und ja, es gibt Beispiele aus der Praxis, aus der Erfahrung, dass wir jemanden mit einer kostenlosen Testphase ins Studio gebracht haben. Und derjenige ist jetzt schon die ganzen Value Ladder Stufen hochgestiegen und macht mindestens 2-mal im Monat eine einstündige Personal Training Stunde, was eine Stunde 100 Euro kostet. Das ist das Prinzip der Value Ladder. Erklärt das euren Partnern, euren Kunden, euren Geschäftsinhabern von lokalen Firmen. So müssen die das auch verstehen. Und dann werden die sagen, ja, okay, ich mache dir ein sehr, sehr gutes Angebot, weil jetzt weiß ich ganz genau, wie ich damit umzugehen habe. Wir machen es nämlich genauso wie McDonald's im Drive-In. Das ist, was ich euch heute Abend auf jeden Fall hier mitgeben will. Haben wir Fragen? Haben wir Fragen? Wir haben hier 7 Kommentare. Wir haben hier 7 Kommentare, 8 Kommentare. Ich muss hier leise machen. Boom. Alexander ist dabei, David ist dabei, Barney, habe ich gewusst, dass dabei ist, Michael live, David live, Eugen ist dabei, ich grüße dich zurück, Sabrina ist live, Ralf sagt, man muss nur schauen, dass sich das nicht im Studio rumspricht, bei den Leuten, die die Vorteile nicht haben. Ja, Ralf, richtig, gute Comment, man kann es halt auch nur kommunizieren, du pass auf, das gilt nur an neue Kontakte, nur an Erstkontakte und auch nur einmalig und nur für eine Person. Und dann wird derjenige, der schon seit 3-4 Monaten eingeschrieben ist oder sagt, hey, ich bin hier super happy, ich habe nichts dagegen, dass jemand mal irgendwie eine Woche hier kostenlos trainieren darf. Denn viele machen es so, ja, bring deinen Freund, deine Freundin, deinen Partner hier kostenlos mit. Dietmar sagt, der Dietmar sieht zu. Deswegen bitte kommentiert eure Fragen, die wir gerne dann nächsten Donnerstag hier wieder besprechen können. Kommt gerne Donnerstagabend hier in die Online-Marketing-Unternehmergruppe. Wir haben hier fantastische Menschen. Jeden Tag kommen neue hinzu. Und deswegen gehe ich die Extrameile und will hier Rede und Antwort stehen und will hier jede Woche bestenfalls neuen Content reinbringen, den ihr draußen dann in der Realität, in der Praxis für euch gewinnbringend nutzen könnt. Wir sehen uns nächsten Donnerstagabend. Habt einen erfolgreichen Freitag und Samstag und Sonntag entspannen wir ein bisschen und versuchen mal den Kopf frei zu kriegen. Happy Thursday Evening, bis nächste Woche. Hat mich gefreut. Ciao, Servus und Baba.